Dichte Bestimmung nach Archimedes. Zunächst wird die Masse eines Probenstückes ermittelt und notiert. Anschließend lässt man die Probe vorsichtig in das Untersuchungsgefäß gleiten. Mit Hilfe eines Messzylinders wird die verdrängte Flüssigkeit aufgefangen. Die Menge oder das Volumen der verdrängten Flüssigkeit wird notiert. Danach kann man die Dichte nach folgender Formel berechnen. Rho gleich m durch V. Die Masse beträgt 40,37 Gramm und das verdrängte Volumen 21 Milliliter. Daraus ergibt sich eine Dichte von 1,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Lösen Sie folgende Übungsaufgabe. Die Masse der Probe beträgt 31,04 Gramm. Das von ihr verdrängte Volumen beträgt 1,6 Milliliter. Um welches Material handelt es sich?